letztendlich gebunden sind oder so, dann kommt man in etwa in die Richtung, wo man den suchen müsste. Ja, aber dennoch, mir fehlt da ein bisschen trotzdem das Verständnis, wie man jetzt über welchen Mechanismus da man eingreift und woher kommt dieses Wissen überhaupt? Beziehungsweise vielleicht fangen wir so an. Woher weißt du das? Woher das ich das weiß, ganz einfach, Sarah. Also nachdem ich die Nostradamus-Geschichte da gelesen hatte, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass bestimmte Zahlen oder bestimmte andere Konstellationen innerhalb dieser Geschichte, also im Endeffekt ist ja die Mathematik nichts anderes wie die Sprache der Physik, also alles, was irgendwie physikalisch existent ist und aus irgendwelchen subatomaren Teilchen aufgebaut ist oder ihre chemischen Verbindungen, die ja auch immer in einer wässrigen Umgebung, also quasi auf Wasserbasis aufgebaut sind, dass da quasi nichts anderes wie Informationen weitergeben werden, wie sich letztendlich dann auch aus Milliarden von Atomen, Subatomen oder ihre chemische Verbindungen letztendlich quasi ein Mensch oder ein Haus oder sonst irgendwas generiert, also aufbaut. Und das muss ja irgendwie gesteuert sein. Und das Auffällige im Fall von der Kathedrale und insbesondere auch von der großen Pyramide von Gizeh ist das eine, dass all diese Bauwerke quasi immer einen ganz bestimmten Ton erzeugen oder generieren, und zwar ist das der Kammerton A. Da sind wir dann wieder bei den Frequenzen sozusagen. Also du sagst, über ganz bestimmte Frequenzen, die da in Resonanz treten können, wird da gesteuert. Absolut richtig, ja. Also okay. Ich meine, die sogenannte Hippocampus-Frequenz, das ist die sogenannte Alpha-Frequenz im menschlichen Gehirn. Und auf die Geschichte bin ich gestoßen, nachdem ich ein paar Daten untersucht habe bezüglich der 7 großen Weltwunder des Altertums. Und zwar ist da sehr, sehr auffällig gewesen, die soll ja angeblich ein Typ namens Antipatros verewigt haben, und man ist sich auch nicht im Klaren darüber, wieso hat er genau 7 ausgewählt, weil die 7 ist ja erstens mal eine Primzahl, zum anderen gilt sie als die sogenannte unbrechbare Zahl, dann ist sie mit einer Häufigkeit von rund 1000 Mal in der Bibel drin sehr, sehr auffällig. Und gibt es noch ein paar andere Faktoren. Auf jeden Fall bei der großen Pyramide von Gizeh haben wir den einen Umstand, dass wir in der sogenannten großen Galerie 2 Maße haben. Also die ist ganz, ganz leicht wie ein Rechteck quasi aufgebaut. Wir haben ein unteres Maß mit 86.457 mm und ein oberes Maß mit 86.400 mm. Jetzt die meisten werden sich wahrscheinlich da kein Bild drüber machen können, was das für eine Zahl ist. Rechnet mal die Tagessekunde von einem 24-Stunden-Tag an, einmal quasi im Jahr, das normales Jahr ist, also mit 365 Tagen, und einmal im Jahr, das ein Schaltjahr ist, mit 366 Tagen. Da kommt man nämlich genau auf diese Anzahl an Sekunden, die wiederum also genau 86.400 Sekunden im Normaljahr entsprechen oder 86.457 Sekunden im sogenannte Schaltjahr. Ja, also ja, in der großen Pyramide sind tatsächlich sehr viele äußerst interessante mathematische Dinge kodiert, die Zahl Pi etc. Okay, jetzt das Ganze verbindet sich aber auch mit der griechischen Mythologie. Das ist richtig. Zeus, Europa und vor allem Gott Kronos. Kronos steht ja für die Zeit, ist ja glaube ich auch das griechische Wort dafür, aber das weißt du sicher viel besser. Klar. Wo sind denn da jetzt dann die Verbindungen, wenn wir da jetzt ein bisschen weitergehen? Ja, also leider bin ich auf diese Geschichte mit der griechischen Mythologie eigentlich relativ sehr, sehr spät gekommen, weil wie gesagt, ich komme eigentlich von der Nachbarinsel von Odysseus, seinem Heimatreich quasi, und zwar ist das Ithaka gewesen, Kefalonia ist die Nachbarinsel, die beiden Inseln sind genau 3,5 Kilometer an der engsten Stelle auseinander entfernt, also man kann locker darüber schwimmen. Und als ich 2006 da unter war, ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass bestimmte Orte, also in ihre Namen drin, wie soll ich sagen, sogenannte sprechende Namen sind. Damit man sich hier unter einem sprechenden Namen so was vorstellen kann, ein kleines Beispiel, William Shakespeare. Normalerweise also ist bei jedem so, wenn er William Shakespeare liest, denkt er sich, okay, es ist ein Name, es war ein berühmter Mann, von dem eigentlich wirklich fast gar nichts irgendwie vorhanden ist oder so, wo man überprüfen kann, dass es ihn also tatsächlich auch gegeben hat. Jetzt betrachtet man sich ein bisschen den Namen William an und stellt dann nachher fest, dass William in Wirklichkeit aber Frage ist, und zwar Will I Am. Und diesen Effekt, den habe ich also nicht nur in diesem einen Namen festgestellt, sondern in mehrere. Nimmt man dann nachher das Shakespeare auseinander, kommt dabei zum Vorschein,
das Shake heißt Schütteln aus dem Englischen und das Bier einfach nur Speer. So. Und diesen Schüttelspeer, den haben wir eigentlich heute noch überall in Verwendung. Und zwar ist es ganz einfach das Zeichen für Power oder Energie. Also quasi dieser Blitz, den man auf jedem elektrischen Schaltkasten findet. Ja, das ist eine Rune, ne? Das ist die Blitzrune. Das ist die sogenannte Siegrune, ist korrekt, ja. Aha. Ja. Siegrune, so, genau, ist ja auch prominent. Von der Seite her betrachtet oder so, denn ich hatte dieser Name quasi in sich die Frage, werde ich die Kraft sein oder die Energie sein? Also will I am the power, als beispielsweise. Und natürlich kommt die Blitzrunde auch in unserer jüngeren, nicht allzu rühmlichen Vergangenheit oder gänzlich unrühmlichen sehr prominent vor. Das ist schon richtig. Die SS hat ja beispielsweise diese Doppelsiegrune verwendet und bei der ganzen Nazi-Bewegung müsste man auch ein bisschen tiefer reingehen oder so, was wir also mit Sicherheit jetzt nicht tun werden, weil sonst verlaufen wir uns irgendwie. Ja, ja. Bleiben wir mal bei der griechischen Mythologie, also der Gott Kronos. Ich würde aber sagen, bei der griechischen Mythologie fangen wir genau dort an, wo ich jetzt gerade unterbrochen habe, und zwar gerade in Verbindung mit dem Odysseus. Weil Odysseus, wenn man sich den Namen ein bisschen genauer betrachtet oder so, besteht ja eigentlich aus zwei verschiedene Begriffe. Einmal dem Begriff Odin, wobei Odin also ein altgermanischer Gott war. Wir landet wieder bei der alten Germane. Und in sich wiederum eine bestimmte Aussage hat, weil Od hieß früher eigentlich Atemhauch, also im Griechischen übertragen, oder eben einfach nur Kraft drin. Also Od ist gleich Kraft. Ja. So, und das Zweite haben wir den Zeus. Und wenn ich jetzt Odin und Zeus verbinde, wird sehr schnell, also nicht nur vom Akustischen her, der Odin-Zeus draus. Und da verbindet sich quasi eine nordische Gottheit mit einer griechischen Gottheit. Und er gibt ja noch einen dritten Namen, nämlich den Odysseus. Und der Odysseus, das war quasi jemand, der diesen Krieg mit dem trojanischen Pferd, den letztendlich gewonnen hat, in Troja. Und die Geschichte mit Troja hat auch wieder eine Bewandtnis, weil Troja hieß im alten Griechenland eigentlich ganz einfach Tria. Tria bedeutet auf Deutsch übersetzt wiederum die Primzahl 3. Ja. Übrigens, im Chat bittet jemand verständlicherweise darum, dass du ein bisschen langsamer sprichst, ja. Und weißt schon, das Alemannische ein bisschen unterdrückst, damit dich alle verstehen. Und wir springen hier tatsächlich viel zwischen Themen hin und her. Fürchte, das kann man. Ja, schon klar, aber das ist eben die Komplexität in der ganzen Geschichte drin. So ist es, langsam sprechen. Das ganze Ding ist sehr komplex, etc. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen versucht, da ein bisschen. Also das zu mainstreamen. Wir werden unser Bestes geben. Weiter bei den griechischen Göttern. Und übrigens, kurzer Einwurf, es gab da einen Herrn namens Reichenberg, der vor Reich sich auch schon mit dieser Odkraft, die Reich dann Orgon nannte, beschäftigt hat. Fällt mir zu ein. Aber nicht zu viel herumspringen, bleiben wir bei den Griechen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die meiste Sache, die kann man dann letztendlich in den Details drin bei mir auf dem Blog lesen. Genau, der Blog ist ja verlinkt von der Startseite, ist mindestens genauso erschlagend, wie wahrscheinlich diese Sendung sein wird, an Informationen. Und dort findet man alle möglichen Hintergründe, die wir jetzt einfach nur ansprechen können. Korrekt. So, bleiben wir eben bei der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es dort also diese Geschichte von dem Göttersohn Zeus, dessen Vater also dieser Kronos war. Kronos ist letztendlich also nichts anderes auf Deutsch gesagt wie die Zeit. Und da findet sich also diese mythologische Geschichte drin, also mehr oder weniger Liebesgeschichte, wo ich einfach mal überprüfen wollte, was ist eigentlich an der ganzen Sache alles dran. Und diese Liebesgeschichte geht ganz einfach so, also dieser Göttersohn Zeus verliebt sich in die schöne Europa, ein junges Mädchen, und traut sich aber irgendwie nicht richtig, sich der anzunähern und allem drum und dran. Und durch seine Göttlichkeit hat er aber die Fähigkeit, sich quasi in alles zu verwandeln, was er nur will, und verwandelt sich letztendlich in einen Stier und nähert sich also quasi dieser jungen Dame, was denn auch von Erfolg beschieden ist. Die zwei verlieben sich dann auch letztendlich ineinander, also dieser Zeus-Stier packt dann auch die Europa auf dem Rücken und entführt sie dann übers Meer ins Land der Weisheit, also Richtung Ägypten. Also da haben wir den nächsten Hinweis dazu. Und da komme ich jetzt wieder nochmal ganz kurz, der Schwenker zu der Pyramide, weil das im Zusammenhang quasi A, erst passt, B, dazugehört. Pyramide bedeutet aus dem Griechischen raus, also nichts anderes wie aus Pyros, Feuer, Energie oder
Kraft und dann Amida im Innern. So, diese Pyramide von Gizeh steht am Ort, der Kairo heißt, wobei Kairo wird im Griechischen gesprochen das AI als E und damit kriegen wir einen ganz neuen Begriff und zwar Kero. Kero wiederum bedeutet nichts anderes wie Zeit. Wir haben diese zwei Verbindungen also quasi miteinander, Energie in der Mitte. Wir haben diesen Ort, der letztendlich sich entpuppt als Synonym für Zeit und wir haben nebendran diesen sogenannten Suezkanal. Suez rückwärts gelesen gibt wieder den Zeus. Also an dem Ort soll man ein bisschen genauer suchen, wenn man das ganz, ganz große Rätsel lösen will. Okay, kurze Zwischenfrage, hast du im Hintergrund irgendwas laufen? Ich höre da so ganz leise Stimmen. Ja, bei dir. Ich habe Ö2 laufen. Na bitte ausdrehen. Entschuldigung, ja. War nicht geplant. Man sieht, wie multitaskingfähig du da offenbar agierst. Du hörst, während du ein Interview gibst, Ö2. Finde ich interessant. Ich sehe im Fernsehbericht, ich war vorhin eben gerade in Graz, da haben sie kulinarische Reise gezeigt, der Dokumentation. Ja, ja. Okay, na bleiben wir bei den Griechen jetzt, nicht abschweifen. Wir bleiben so bei den Griechen und zwar im speziellen Fall bei dieser Liebesgeschichte. Auf jeden Fall bin ich dann auch ganz normal ins Wikipedia reingegangen und wollte mir das einfach mal ein bisschen anschauen. So diese Geschichte da mit Griechenland, allem drum und dran, da stoße ich dann letztendlich auf eine Karte von Griechenland, also die wirklich nur die Landesgrenzen drumherum hat. Und Griechenland hat ja diesen einen Umstand, dass sie mit Kalkidiki sogenannte Halbinsel ins Meer reinragen hat, die wiederum nochmal drei Finger, also die Griechen nennen das eigentlich Finger oder Zehen, in das Meer reinragen hat. Und dann betrachte ich mir das so, druck mir das aus, nehme einen Filzstift, zeichne mal die Grenze drumherum oder so und kam dann auch aus dem Staunen nicht mehr raus. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Die Umrisse von Griechenland ergeben tatsächlich also die Umrisse von einer Kuh oder vom Stier. Und zwar den Stier hat man mit Zeus quasi jetzt drin, der Europa bis heute quasi auf dem Rücken trägt. Wobei man sich die Frage stellen muss oder so, wie konnten das vor ein paar tausend Jahren die alten Griechen quasi schon wissen, wie Europa von heute, also von oben gesehen ausschaut, zum einen. Und zum anderen ist es sehr, sehr raffinierte Geschichte, wenn man sich das letztendlich betrachtet oder so, wie die quasi in sogenannten mythologischen Geschichten oder Märchengeschichten quasi tatsächlich Informationen für uns heute hinterlassen haben. Auf jeden Fall, also bei dieser Geschichte ging es dann auch weiter. Und zwar gibt es diese eine mythologische Sache, dass für die alte Griechen schon immer und ewig das J, also dieser Buchstabe J oder das I, wie wir es heute verwenden, ein heiliges Zeichen war und gleichzeitig auch dem Zahlenwert 10 entsprochen hat. Jetzt bei dieser Geschichte kommt der eine Umstand dazu, dass Griechenland eigentlich in Griechenland nicht als Hellas gesprochen wird, sondern als Elada. Also E-L-L-A-D-A. So, jetzt nehme ich jetzt beispielsweise dieses Jota und setze das einfach davor, dann wird aus dem Elada ein Jelada. Das Jelada wiederum bedeutet auf Deutsch übersetzt nichts anderes wie Kuh. Okay, das heißt, Griechenland sieht von oben aus ähnlich wie eine Kuh und das passt dann irgendwie wunderbar zu dieser alten Prophezeiung, wo der Stier und der Kuh natürlich was anderes ist. Korrekt. Also. Nee, aber es sind ja zwei Dinge in einem, weil man muss auch wissen, also Zeus wird eigentlich in Griechenland nie als Zeus ausgesprochen oder als Zeus, sondern eigentlich immer als Dia. Und Dia oder Dias bedeutet im Griechischen wiederum, also mit Bezug zur Mathematik, entweder 2 in einem oder geteilt durch 2. Oder einfach nur 2. Okay. Nun aber zum Kern der Sache. Ja? Ja, alle.